Mit Trommeln, Pfeifen und Sirenen sind am Mittwoch rund 20.000 Demonstranten durch Bergheim gezogen. Ihr Motto: Wir sind laut für unsere Jobs. Die Beschäftigten hatten für die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ein klares Signal. Eine gut gemachte Energiewende. Das kann nicht von heute auf morgen funktionieren, nämlich dann stehen wir irgendwann im Dunkeln. Das haben aber viele noch nicht begriffen. Und da kann man das nicht von heute auf morgen neue Arbeitsplätze aus dem Boden stampfen. Und darum sind wir heute hier, um den Politikern zu zeigen, so funktioniert das nicht. An der anschließenden Kundgebung in Eschweiler machten die Teilnehmer noch einmal richtig Lärm und bekamen Zuspruch von den Politikern, ob von Landes- oder Regionalebene. Und zu kämpfen für das Industrieland, das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig. Deshalb wollte ich Rückendeckung geben für den Kampf um Arbeitsplätze. Ich glaube, es muss etwas mehr Ruhe rein, es muss etwas mehr Sachlichkeit in die Debatte rein. Und es muss jetzt mal eine Entscheidung her, wie wir denn gemeinsam miteinander weitermachen. Und ich glaube, das befriedet die ganze Sache. Es darf jetzt nicht passieren in diesem sehr schwierigen Wandlungsprozess, dass man sich auseinanderdividieren lässt, sondern dass man wirklich zusammensteht. Alte Weisheit, Einigkeit macht stark. Auch der Vorsitzende der IGBCE, Michael Vasiliades, fand klare Worte für das, was jetzt passieren muss. Jetzt muss der Fahrplan zu erneuerbaren Energien, der Fahrplan zur CO2-Reduktion in Einklang gebracht werden mit der Realität. Ansonsten haben wir nur Symbolik und das nutzt weder dem Klima, schadet den Leuten, schadet den Regionen. Also ein neuer Realismus, ein ordentlicher Weg. Ich biete jedem die Hand, der über die Sache reden will. Über die Sache reden wollen die rund 30.000 Teilnehmer der beiden Veranstaltungen. Sie haben jetzt klare Forderungen an die Politik. Ich erwarte von der Politik ein Signal für die Braunkohle, für unsere Arbeitsplätze und für die Zukunft dieser Region. Politisch muss vor allen Dingen passieren, dass wir die Braunkohle wieder in das rechte Licht rücken und dass wir versuchen, die Energiewende möglichst sozialverträglich hinzukriegen und vor allen Dingen auch technisch basiert auf ein vernünftiges Level zu bringen. Wir müssen hierfür kämpfen, dass das Ganze wirklich friedlich und sozialverträglich abläuft, damit wir einfach alle, wirklich alle von klein bis groß einfach nur noch eine Zukunft haben hier. Eine Zukunft mit einer Energiewende, mit Perspektive und guter Arbeit und Wohlstand für alle. Das fordern die IGBCE, Verdi und der DGB.